Willkommen zurück zu Let's Play Nerim. Ja, wir sind gerade hier im Kerker von Erotin aufgewacht. Auch wenn ich nicht so ganz genau weiß, woher wir wissen, dass das hier unbedingt der Kerker von Erotin ist. Wir waren schließlich bewusstlos, aber gut. Hey, seid ihr wach? Hi. Euch scheint nichts zu fehlen. Wir haben mehr Glück, als wir ahnen können. Diese Dumpfbirnen haben uns tatsächlich nebeneinander gesperrt. Mersol hat es ja gesagt. Wir werden schon hier rauskommen. Das dürfte quasi gar kein Problem werden. Wäre halt schön, wenn wir noch Ja, zu dritt wären. Mersol hat es gesagt. Und nun ist er nicht mehr. Er hat seinen Tod in Kauf genommen. Sicherlich. Aber das macht es doch nicht einfacher. Auf uns lastet jetzt eine unvorstellbar große Verantwortung. Erinnert ihr euch? Wir müssen hier ausbrechen und den Magier Callisto im Nordreich aufsuchen. Das sagte er. Ja, Ich ich erinnere spüre, mich. dass Baratheon ein magisches Feld um die Zellen gelegt hat, um uns am Zaubern zu hindern. Aber wisst ihr noch, was Mersol gesagt hat? Der Kanzler ist nicht gut, wenn es darum geht, Menschen einzuschätzen. Für euch ist das Feld vielleicht stark genug, aber ich werde es brechen können. Ich kann die Schlösser öffnen. Gebt mir nur eine Minute. Alles klar, ich stehe in der Zeit dumm rum. Und ich gucke mich nochmal eben in der Zelle um. Ganz einfach. Quasi ein Kinderspiel. Aber wir müssen leise und vorsichtig sein. Uns darf niemand sehen. Als Ja, nächstes gut. müssen wir unsere Ausrüstung wiederfinden. Wir können nicht hier ausbrechen mit nichts an als unserer Haut. Und danach... Moment. Still. Da kommt jemand. Bleibt, wo ihr seid. Ich kümmere mich darum. Also ohne Waffen und ohne Magie vor allem fühle ich mich gerade eben so ein bisschen nackt. Und ich würde ihm jetzt gerade eben gerne zugucken können. Hä, was ist mit dem? Hörst du mich? Ich höre euch, Herr. Was befehlt ihr? Seht ihr? Es hat geklappt. Den kennen wir noch. Sprich. Dem haben wir seine Gedanken gelöscht. Hingebracht. Sie wurden in der Asservatenkammer hinter den Quartieren der Soldaten verstaut. Da könnten sie auch gleich in Baratheons Kleiderschrank liegen. Es sei denn... Hör zu. Du wirst uns beide zu unseren Sachen führen. Durch die Quartiere. Und du wirst so tun, als seien wir deine Gefangenen. Jawohl, Herr. Folgt mir, Herr. Wir müssen dicht hinter ihm bleiben und vor allem unsere Handfesseln anbehalten. Macht keine auffälligen Bewegungen oder sowas. Wir gehen durch die Quartiere. Es werden zu viele Wachen für einen Kampf sein, also haltet euch um Himmels Willen zurück. Los jetzt und denkt daran, was ich gesagt habe. So, das ist gerade eben mal recht interessant. Hier ist der Typ aus Steinfeld. Und irgendwie hat keine Ahnung, warum der hier drin ist. Mich würde es aber schon interessieren, kann man mit dem reden? Leider nicht. Ach, schade. Jetzt machen wir eben noch die Türen zu, damit das nicht hier alles so voll auffällt. Ein bisschen mitdenken bitte. Und jetzt gibt Gas, Rehmann. Und schaltet zwischen Laufen und Gehen, um Rehmann besser folgen zu können. Machen wir natürlich. Hi, Wache. Aber wir sollten wahrscheinlich besser nicht mit Wachen reden. Weil ich glaube, Gefangene reden nicht mit Wachen. Ich finde auch die Definition von Handfesseln hier immer so geil. Einfach diese beiden Dinger um die Arme. Zutritt nur mit beglaubigter Autorisierung. Sag ihm, es ist ein Notfall. Es ist ein Notfall. Ich muss die Gefangenen so schnell wie möglich in einen anderen Bereich überführen. Wenn ihr keine Autorisierung vorzuweisen habt, handelt ihr zuwider der Verordnung. Ich bin angewiesen, sämtliche Zuwiderhandlung eiligst zu melden, damit diese gemäß Absatz 3 unter Punkt 2 der Wachverordnung geahndet werden können. Oh, ein Streber. Du berufst dich auf Absatz 19 unter Punkt 5b. Ich berufe mich auf Absatz 19 unter Punkt 5b der Wachverordnung. Dieser Unterpunkt ist mir nicht geläufig. Zwecks Nachkontrolle desselben muss ich dazu auffordern, hier stehen zu bleiben, während ich die erforderliche Prüfung vornehme. So ein Trottel. Was für ein Trottel. Sag ich doch. Weiter, durch die Tür. Und das ohne Passierschein A38. Unglaublich. Was? Das fand ich gerade ein bisschen... Wieso habe ich mich nicht so weit von Rehmann entfernt? Also kommen wir halt ganz eben nochmal durch. Hi, Wache. Ach ja, ich darf ja nicht mit Wachen reden. Verflucht nochmal. So, jetzt kläre ich dem die ganze Zeit am Arsch.
Ach, wir haben ja auch immer noch 8 Lernpunkte. Die könnte ich in Beschwörung investieren. Will ich das? Ich glaube nicht. Hi, andere Wache mit Gefangenem. Oder noch eine Wache, ich bin mir nicht ganz sicher. Zutritt nur mit beglaubigter Autorisierung. Sag ihm, es ist ein Notfall. Es ist ein Notfall. Ich muss die Gefangenen so schnell wie möglich in einen anderen Bereich. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstest, aber wir kennen das schon. Autorisierung vorzuweisen habt, handelt ihr zuwider der Verordnung? Ich bin angewiesen. Der feine Herr hält sich an Verordnung. Damit diese gemäß Absatz 3 unter Punkt 2 der Wachverordnung geahndet werden können. Der hat dafür auch so die richtig geniale Stimme, finde ich. 19 unter Punkt 5b. Ich berufe mich auf Absatz 19 unter Punkt 5b der Wachverordnung. Dieser Unterpunkt ist mir nicht geläufig. Zwecks Nachkontrolle desselben muss ich dazu auffordern, hier stehen zu bleiben, während ich die erforderliche Prüfung vornehme. Was für ein Trottel. Und jetzt weiter, durch die Tür. Ja, auf geht's und immer schön hinter Rehmann bleiben. Hey Leute. Boah, ich dachte gerade schon, dass der Typ hier oben rum baumelt. Abartig. Also als ob sich jemand erhängt hätte, nur weil der da oben in der Wand so ein bisschen oder in der Decke so ein bisschen rumgebackt hat. Ich glaube, ich speichere an dieser Stelle hier mal ein bisschen häufiger ab. Weil man hat ja sonst nichts zu tun und... Ah, hier sind noch so Sachen oder wie? Wir sind da. Hier ist eure Ausrüstung. Ausgezeichnet. Los, nehmt euch eure Sachen. Wo sind meine Sachen? Ah, hier dran. Ausgezeichnet. Alles ne. Und dann eben auch schnell mal alles anziehen. Oder müssen wir noch weiter so? Das wäre geschafft. Nun müssen wir uns Gedanken machen, wie wir wieder ans Tageslicht kommen. Ihr könnt durch den Brunnen im Keller entkommen. Benutzt diese Tür dort. Ausgezeichnet, danke mein Guter. Aber du hast deine Schuldigkeit getan. Wir haben es zur Asservatenkammer geschafft. Rima meinte, wir könnten durch einen Brunnen im Keller entkommen. Dann auf geht's dahin. Ist quasi bewusstlos. Der Orden ist schließlich etwas Besseres als diejenigen, die er bekämpft. Und jetzt nehmt euch seinen Schlüssel, damit können wir die Tür aufschließen. Okay. Also nochmal dem Typen einen Schlüssel klauen. Das wird irgendwie zur Gewohnheit. Moment, was hatten wir jetzt eigentlich nochmal getragen? Die ganzen Straßendiebsachen, oder? Und irgendeine Kopfbedeckung. Haben wir leider nicht Straßendieb. Schade, schade. Den Stiefel des Novizen haben wir auch an. Das ergibt allerdings Sinn. So, jetzt muss ich auch nochmal eben die Nummern... muss ich nicht. Okay. Sind die nicht normalerweise unbelegt, wenn man irgendwie einen Gegenstand nicht mehr im Inventar hat? Hä? Ist das ein Bug? Achso, ich darf da nicht hoch. Das ist der Bug. Ich dachte, ich müsste da hoch. Ich glaube, ich muss aber erstmal die Sachen hier mitnehmen. Ach, hier komme ich ja jetzt durch. Stimmt. Das ergibt Sinn. Also dann auf geht's, ab geht's. Na, da komme ich nicht durch. Au! Fuck, was hat der mit denn gerade reingehauen? Okay, wir hauen ab. Ich bin auch dafür. Laufen! Hast du das nicht gerade eben selbst noch gesagt? Obwohl, der halt nicht so viel aus. So, können wir jetzt weiter? Ich will nicht sagen, was da ist, aber egal. Weiterlaufen, weiterlaufen. Wir wollen ja schließlich raus und nicht unnötig irgendwelche Wachen umbringen. Obwohl es auch schon wieder schlimme Wachen sind, die einfach so auf einen losgehen. Kommt der? Der kommt nicht, was soll das? Ach, egal. Der wird es auch ohne uns machen, glaube ich. Oder auch nicht, wir gehen da mal eben wieder hin, glaube ich. So, Waffe raus. Boah, hier spritzt mir das Blut rum. Ach so, weil sich der feine Herr auch nicht wehrt. Jetzt komm. Hier habe ich den ganzen Tag Zeit.
So, auf nach unten. Wir holen, glaube ich, schon mal wieder den Hammer raus. Ich will nichts sagen, aber die sind tot. Welchen Hebel meinst du, bitteschön? Mach den. Das hier sind wohl die Folterzellen. Deshalb komme ich hier wahrscheinlich auch nicht weiter. Kommst du da durch, Melvin? Seht ihr das? Da sind zwei Schlösser. Wir brauchen beide Schlüssel, damit die Tür aufgeht. Sucht sie. Ich halte Wache. Alles klar, wir haben die doch bestimmt hier irgendwo liegen lassen, oder? Hier sind erstmal Geständnisse von verschiedenen Leuten. Gibt es ja was Interessantes? Narev Eligot, Zelle 4, gab es eine junge Vorgestellte, anschließend erdrosselt zu haben. Tod durch den Strang erwartet. Das ist ein Eterner, das wird hier immer noch zusätzlich festgehalten. Einfach auch wegen Rassismus. Bruder des oben genannten gab zu sich eine Leiche der Frau vergangen zu haben. Ach, das ist so eine willkürliche Sache. Öffentliches Auspeitschen. Erwartet. Na gut, aber man muss sagen, geschändete Frau ist nicht so extrem wie magische Experimente. Wen haben wir hier gehabt? Zu ihrem Mann im Schlafe das Genital abgeschnitten und anschließend an einen Hund verfüttert zu haben. Entfernen einer oder mehrerer Gliesmatzen erwartet. Gab zu 7 Äpfel, 2 Räder Käse und ein Wildbrett von einem Erotiner Händler gestohlen lassen zu haben. Tod durch Köpfen erwartet, nur weil es ein Eterner ist. Das ist so sick, das kann einfach nicht mehr wahr sein. Ihr habt 100 Bücher gelesen und erhaltet nun die Fähigkeit Weisheit, welche eure Intelligenz verbessert. Die Weisen können Einfluss auf die Mächtigen nehmen, denn Wissen ist nur eine weitere Spieler der Macht. Mit einer Feder kann jedes Schwert bezwungen werden und mit Worten können Legionen und Reiche zu Fall gebracht werden. Interessant, wo ist der andere Schlüssel? Gibt's ja auch nochmal Folterung. Morgen anstehend Melvin. Zelle 87 zur Foltern des Geheimnisgebrauchs von Magiemitgliedschaft in einer staatszersetzenden Vereinigung. Mord, Unzucht, Aufwiegelei. Sonstiges ist ja Fantasie des Folterknechts überlassen. Okay. Interessant. Es klingt irgendwie sehr bekannt, sagen wir es mal so. Na egal. Die beide Schlüssel? Ja, habe ich. Los, gib mir einen. Ja, da hast du doch einen. Wir gemeinsam die Schlüssel ins Schloss. Nicht früher und nicht später, ja? Alles klar. Zwei? Drei? Ich sagte doch gemeinsam. Ja, ich hab also, doch. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Und nun weiter. Schnell. Wir gehen ja schnell weiter. Obwohl, wir sollen ja sowieso nicht kämpfen. Also, stecken wir die Waffe lieber mal weg, sind wir schneller. Ist hier was? Ne, hier ist nichts. Na, wir müssen hier doch raus. Hey Leute. Was ist der Plan? Kämpfen oder nicht? Looks like nicht kämpfen. Achso, doch. Kämpfen. Zu uns gibt's gar kein Folterungs... Dokument, oder? Hoch. Also zu Melvin hatten wir das ja gerade eben gesehen. Ich meine, den feinen Herrn kennt man ja. Ziemlich langer Gang. Und es folgt ein noch ziemlich langer Gang. Hier muss irgendwo eine Tür in den Keller sein. Und wo? Hier hinten bestimmt. Ne, hier geht's nicht durch. Melvin, hast du Ahnung? Ich kann die Tür öffnen, aber da ist ein magisches Schloss dran. Die wissen genau, dass man durch die Kanäle abhauen kann. Sonst hätte Rehmann uns das auch schlecht sagen können. Du musst mich verteidigen, während ich uns den Weg frei mache. Ach, ne, dann mach mal. Ich mach das schon. Magierpub gehört verbannt. Halt euch bereit. Sicherlich kommen sie bald. Immerhin können die reimen.
die Leute, die hier diese Hetzplakate machen. So, das war's der erste. Der zweite kommt auch gleich. Ja, tut mir leid, Junge. Ich musste leider einen Hammer reinhauen. Oh, was war das denn für ein Schlag? Achso, der von hinten. Ich bin gleich fertig. Einen Moment noch. Ja, ist gut. Wow, oh, zwei auf einmal. Leute, ist doch genug Hammer für alle da. Jetzt geh du da erstmal drauf, ja? Dann hauen wir dem eine rein. Und den treffen wir nicht. Los, so kommt doch. Ja, ich komm. Der Hetzer, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich will eigentlich auch die Folge beenden, aber ich glaube, wir können hier vielleicht nochmal eben entkommen. Oder dauert das noch länger? Springt hier rein. So können wir sie abschütteln. Alles klar, es dauert wahrscheinlich nicht länger, also kann ich die Folge auch noch ein bisschen hinauszögern. So, da wären wir. Und weiter geht's. Ich hoffe, dass es hier echt nicht mehr so weit ist. Weil wer weiß, was hier noch alles passieren kann auf dem Weg. Oh Gott. Wir sind wie die Tölpel in eine Falle gerannt. Ich fürchte, die Trümmer haben mich verletzt. Und sie sind so schwer, als dass ich sie bewegen könnte. Es sieht so aus, als ob die Reise hier für mich endet. Geht ihr nur durch die Kanäle nach draußen und sucht Callisto im alten Bergkloster auf. Es ist im Nordreich. Gebt Acht auf euch. Dort wimmelt es nur so von Soldaten. Ihr müsst an der Nordstadt Kaberet links vorbei und einen Pfad ins Gebirge nehmen. Dann kommt ihr zum Kloster. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Ich versuche, die Wachen noch so lange wie möglich aufzuhalten, aber ich will weder mir noch euch etwas vormachen. Es wird bald enden. Nun liegt es an euch, ob Callisto die Kunde von Mersuls Tod erfährt. Bitte, enttäuscht den Orden nicht. Es ist wichtig. Unsere Anstrengungen dürfen nicht umsonst gewesen sein. Alles klar, wir sind im letzten Moment noch in eine Falle gelaufen, die den ganzen Kanalgang zum Einschuss gebracht hat. Melvin kann nicht weiter, er sagte, ich soll alleine zum Bergkloster gehen. Das Fortbestehen des Ordens hänge nun von mir ab. Und nun geht! So geht doch! Rennt! Ach, okay, wir müssen also hier weg. Ich hau hier ab. Und ich glaube, ich hau auch in dieser Folge ab. Also ich beende diese Folge hiermit, meine ich. Wir kommen hier nämlich gleich wahrscheinlich raus in die Kanäle und dann weiter. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dann, euch einen schönen Tag und ciao.